Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den Elmas Howlmaster. Dieser Mod kam ja vor kurzem im Mod-Hub heraus, und in diesem Video möchte ich euch diesen mal genauer vorstellen. Vorab auch noch ein paar kleine Informationen zu diesem Mod. Ihr findet den Mod aktuell noch unter Neueste Mods oder in der Kategorie Überladewaren. Der Autor von diesem Mod heißt hier HR Forst und Fahrzeugbau und die Modgröße beträgt ca. 13,38 MB. Ist verfügbar in der Version 1.000, aktuell für alle Plattformen. Beim Erstkauf von diesem Mod hier braucht ihr ca. 12 Slots auf der Konsole. Jeder weitere Kauf wird euch mit einem Slot belegt. Und dann schauen wir uns das Ganze mal unter Mods und DLCs an. Und da haben wir schon den Elmer Howlmaster. Dieser Überladewagen kann hier aktuell sogar Multifrucht laden, also das heißt alles außer Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Weizen, Gerste, Hafer. Dann haben wir hier zum Beispiel noch Dünger, Stroh, Heu, Gras, Silage, Hackschüssel, Häckselgut, Mischfutter. Dann haben wir hier sogar noch Oliven dabei, Schnee, Salz, Kalk, Mineralfutter, Steine, Eisenerz und zum Beispiel noch Mist. Das könnt ihr halt alles damit laden. Ein sogenannter Multifrucht-Überladewagen. So sieht er aktuell im Shop aus, kommt Standard daher mit 46.000 Litern und wiegt ca. 10,9 Tonnen leer. Braucht mindestens 275 PS. 124.000 Euro kostet er. Und in der Konfiguration kann man hier zum Beispiel noch die Konfiguration von dem Füllvolumen ändern. Aktuell gewählt ist die Konfiguration 1300 mit 46.000 Liter, 1700 mit 56.000 Liter oder 2000 mit 70.000 Liter. Hinzu kommt noch die Reifenhersteller Elmas Manufaktur, Mitas, BKT, Michelin, Trelleborg und wieder Elmas. Bei den Elmas haben wir hier Reifenvariante Bandlaufwerk vorgewählt, nicht wählbar. Dann haben wir hier die Mitas Reifenvariante SFT, entweder als Einzelachse oder als Zwingisbereifung. Oder halt wieder als Einzelachse. BKT Acrimax Teris als Einzelachse oder als Zwingisbereifung. Dann haben wir hier Michelin die Mega XBIB als Einzelachse oder halt als Zwingisachse. Oder halt hier Trelleborg mit dem TM3000 als Einzelachse oder als Zwingisbereifung mit Doppelachse. Und dann kommen wir hier zu Elmas. Hinzu kommt noch, dass man im Prinzip hier die Abdeckungsfarbe wählen kann, in allen Farben, wie zum Beispiel auf ein Anthrazit hier auf Spezialblau oder halt auch sogar in MAN Rot. Die Hauptfarbe können wir hier auch in ziemlich vielen Farben wählen, auch hier entweder in Spezialblau oder hier in Grün. Die Rohrfarbe können wir hier auch wählen, von hier zum Beispiel auch Blau auf Orange oder halt in allen anderen Farben, wie zum Beispiel in Gelb. Und die Felgenfarbe habt ihr hier auch wählbar in allen Farben. Und das Ganze hier ist auch wählbar, wie zum Beispiel hier in Dunkelbraun oder halt in allen anderen Farben, wie hier zum Beispiel Orange. Wir haben jetzt aktuell die eine Achse dabei. Wir können natürlich auch die Doppelachse nehmen. Da haben wir hier auch die Felgenwahl bzw. die Felgenfarbe auch wählbar. Und am Ende können wir natürlich auch noch das Kennzeichen nehmen. Dann kostet euch dieser Überladewagen hier in dieser Konfiguration 151.050 Euro. Jetzt haben wir hier aktuell mal was vorbereitet. Dazu nutzen wir unseren Glastraktor und hängen den Überladewagen mal an. Hier haben wir aktuell das Licht. Natürlich, ne? Hinten das Licht, dann haben wir hier Blinker rechts, Blinker links und natürlich das Bremslicht auch dabei.
Dann haben wir hier aktuell eine Tastenkombi L1 und Steuerkreuz nach unten für das Rohr auszufahren. L1 und Steuerkreuz nach rechts für die Abdeckung zu öffnen oder zu schließen. Und dann haben wir hier noch wählbar im Prinzip bei dem Arm L1 und rechter Stick nach links oder nach rechts. Nach oben oder halt nach unten. Dann haben wir hier noch wählbar L1 und R1 und Dreieck für hier abladen. Oder im Prinzip R1 und wenn ihr den Arm ausgefahren habt, R1 und rechter Stick nach links oder nach rechts, da könnt ihr das Ganze hier noch wählen. Halt den ganzen Arm noch nach oben und nach unten fahren. Oder ihr macht folgendes. Jetzt haben wir hier auch die Kamera wählbar. Aktuell steht in der Mod-Beschreibung drinne Unterstützung für Work-Kamera, Unterstützung für Kamerasystem. Und da gehen wir mal wie folgt durch. Wir haben ja aktuell die Außenansicht. Ne? Dann gehen wir halt im Prinzip nur durch. Dann haben wir die Innenansicht von dem Traktor, ist ja klar. Jetzt kommt das Interessante. Einmal haben wir im Prinzip das Heck von dem Ladewagen. Dann haben wir hier den Innenraum, also halt den Laderaum, wo man halt das Getreide laden tut, was man halt dann auch sehen kann. Und das dritte wäre jetzt der Arm. Und der Arm geht auch mit der Kamera mit, oder halt die Kamera geht mit dem Arm mit, wenn ihr den zum Beispiel ausfahren tut. Ja, und so sieht das Ganze halt wie folgt aus. Könnt ihr hier noch wählen im Prinzip, hoch und runter. Ja. Könnt das Ganze halt nach vorne und nach hinten noch neigen. Sieht auf jeden Fall auch interessant aus. Also einmal haben wir hier da oben eine Kamera sitzen. Dann hier am Heck haben wir eine Kamera sitzen. Ne, da die Kamera. Und natürlich kommen wir jetzt hier hoch. Genau. Und da haben wir nämlich auch eine Kamera sitzen. Da können wir das Ganze auf jeden Fall auch schauen. Jetzt folgendermaßen, wir laden mal als Beispiel mal Weizen ein. Zum Beispiel hier mal. Hier können wir natürlich alles laden, was hier halt so geht. Ne? Von Weizen bis Mineraldünger, Eisenerz, Mist, Stroh, Gras, Silage, Häckselgut und so weiter. Wir wollen mal natürlich mal im Prinzip mal Weizen laden. Jetzt haben wir ungefähr mal so knapp 50% geladen. Dann fahren wir mal ein Stück weiter nach vorne. Genau, weiter nach vorne hier. So, dass man halt auch abkippen kann direkt. Wenn das so funktioniert. Genau, so. Dann haben wir natürlich die drei Kamerapositionen. Einmal halt hier die vom Traktor selber, dann hier die hintere. Die von der von den Überladewagen innen drin, also halt wo man halt das Getreide jetzt hat. Oder halt von dem Arm. Hier können wir zum Beispiel den Arm jetzt ausfahren. Und dann hier automatisch abkippen. Und könnt ihr dann schön sehen, wie der Überladewagen hier leer gemacht wird. Und auch automatisch abgekippt wird, wenn ihr das Ganze halt unter einem Triggerpunkt gesetzt habt. Ja, so sieht das Ganze halt dann auch aus. Ist an sich sehr interessant gemacht, ne? Habe ich bis jetzt noch nicht so gesehen mit den drei Kamerapositionen. Da gab es im LS19 noch einer mit mehreren Kamerapositionen. Und dass das Ganze hier auch in den LS22 reingekommen ist, ist auch mal wieder sehr interessant. Wie gesagt, wählbar in den verschiedenen Farben, also komplett frei wählbar, wie ihr das haben wollt. Ne? Entweder die kompletten, in zum Beispiel hier rot oder blau, ne? Oder halt hier komplett zum Beispiel schwarz-rot gehalten, sieht auch interessant aus. Oder. Da könnt ihr euch mit der Farbwahl total im Prinzip hier mit austoben mit.
Ist an sich, wie gesagt, ein schöner Mod. Für knapp 14 MB kann man sich den auf jeden Fall mal laden und gerne mal auch ausprobieren. Das war's dann aber leider schon von dieser Mod-Vorstellung. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich gern über euer Feedback freuen. Falls ihr noch Fragen habt, Anmerkungen oder gern sogar noch mehr, schreibt es mir natürlich entweder bitte unten in die Kommentare rein oder besucht mich gern auf meinem Discord. Da könnt ihr auch gern Fragen stellen, Mitspieler suchen oder. Genau. Wo ich aber auch noch gern unterwegs bin, ist aktuell auch gern noch auf Twitch. Da bin ich auch ab und an mal live die Woche. Da könnt ihr auch noch gern vorbeischauen. Die Link zu Discord und zu Twitch verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.